So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Nur zur Info, nur zur Vorwarnung, ich nehme jetzt gerade direkt nach der letzten Aufnahme auf. Die Leute, die die letzte Folge gesehen haben, wissen, wie es mir da ging. Wir werden das weiterhin probieren, wir brauchen anscheinend zwei Fässer. Strategie bleibt die gleiche. Wir töten sie und müssen verdammt schnell sein. Ich habe jetzt noch eine kleine Hoffnung. Was ich möglicherweise verkackt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Grund ist. Ich kann es echt nur hoffen. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir das hinbekommen. Also ich würde gerne das erste Fass platzieren, dann werden wir Andromache nochmal töten. Und dann muss ich das zweite Fass platzieren. Aber ich bin super genervt. Das mal vorweg. Ich bin super genervt. Halt den Mund. Du bist wirklich ein Held. Ein echter Erweckter. Schön. Der sitzt gut. So. Wiederbeleben und direkt wieder töten. Ich brauche auch Ausdauer wieder. Diesmal liegt sie ganz unten. Sind nicht überladen, das ist schon mal gut. Ich werde jetzt kurz mal ein bisschen ruhiger sein, Freunde, kann sein, weil ich bin, wie gesagt, einfach mega angespannt. Ich versuche das hinzubekommen. Wir brauchen anscheinend ein zweites Fass als Absprung. Das ist ganz geil jetzt gerade. So, dich nehme ich schon mal zur Sicherheit. Und ich werfe sie jetzt da nochmal runter. Es muss großartig sein, mein Vasall zu sein. Oder meine Vasallin, besser gesagt. Arbeitsverhältnisse sind top. Ja, wie schon mal erwähnt, Andromache, es tut mir einfach leid, aber es geht jetzt einfach nicht anders. Ciao. Sie hat es überlebt. Passt. Passt. So wie es in dem Video aussieht, braucht man zwei Fässer. Ich kann es nicht genau sagen, weil er hat noch ein drittes Fass da stehen. Aber ich kann es, wie gesagt, einfach nicht so richtig erklären, ob es eher ein bisschen buggy ist oder woran es liegt, dass es vorher nicht geklappt hat, weil die Höhe dieses Fasses ändert sich ja nicht. Ich gehe auf Nummer sicher, ich mache selbes Spiel einfach nochmal. Weil ich will nicht, dass sie verreckt. Scheiße.
Geh einfach durch das Fenster, Junge. Das wäre der Hammer, wenn er jetzt ganz hoch kommen würde, weil dann könnte ich natürlich ihn nutzen. Wisst ihr? Ich weiß, ich hack viel auf dir rum, Andromache, aber das war jetzt nicht so clumsy, sondern du hattest gerade auch einen richtig fiesen Herrn. Auf geht's. Das mit den Fässern sieht gut aus. Sie darf es jetzt bloß nicht versauen. Stopp. Genau. Hier muss ich sie abfangen, hier muss ich sie einfach nochmal runterwerfen. Hilft alles nichts. Weil sie wird safe versauen. Wünsch mir Glück, Freunde. Wünsch mir Glück. Es tut mir so leid. Sie ist tot. Es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Warum reicht es denn nicht? Okay, ich muss sie jetzt kurz zurückholen. Aber es ist der richtige Weg. Ich glaube, ich muss die Fässer um ein paar Millimeter verschieben oder so. Hi. I cannot take much more. Hey, wie viele von den Scheißern leben eigentlich noch? Wo ist denn dieser Kacklich? Der nervt. A skeleton, Lord Master. There. Purge them with holy light. Stark. Ich bin so angespannt. Die ganze Zeit her. Sorry Leute, ich bin ganz super fixiert. Könnt ihr vielleicht verstehen, dass ich den Scheiß jetzt nur noch irgendwie hinbekommen will. Ich hab's Gefühl, es ist der richtige Ansatz, aber...
Hi. Oh, sie hat auch einen richtig beschissenen Arbeitstag. Letzte Folge habe ich sie die ganze Zeit beleidigt und jetzt das. Es wird nicht einfacher für sie. Stark. Es macht leider nicht viel Spaß. Dass diese Missgeburt von Lich jetzt da auch noch rumgichtelt, weißt du, das ist einfach nur... Es ist auf so vielen Ebenen unnötig. Ich nehme auch heute nur eine halbe Stunde auf, länger halte ich das nicht mehr aus. Sonst deinstalliere ich das Spiel. Wir müssen jetzt den Licht fertig machen, sonst haut der mir meine Fässer kaputt. Und ich glaube, mit zwei geht's noch. Ich bin am überlegen, ob ich versuche, auf das Fass noch irgendwas zu platzieren, um von dort abzuspringen. Gib mir mal dein Zeug hier. Ich will jetzt erstmal den Licht fertig hauen und dann überlege ich mir, wie ich weitermache. So, auf geht's. Was ist denn jetzt los? Ihr merkt, ich bin krass ruhig geworden. Mir geht so ein bisschen die Energie aus. Das Spiel geht mir so ein bisschen auf den Sack. Es sind jetzt viele Faktoren, die hier gerade mit reinspielen. Oberhäuptling mache ich leider überhaupt keinen Schaden. Ich weiß auch gar nicht, wo sie sich gerade rumtreibt. Ich glaube, ich muss das Fass näher an die Kante ranbringen. Das Ding ist, in dem Video sah es so ultra easy aus. Als wäre das so mega einfach. Das ist natürlich jetzt super risky, was ich hier mache. Oh, oh, sie ist schon auf das Fass zugegangen. Und sie ist zum Glück fast tot. Ciao. Alles gut. Alles gut. Ich kann nicht mehr nehmen.
cannot take much more. Kannst machen, was du willst. Er macht all das, als wüsste er, wo du hin möchtest und versucht es schlichtweg zu verhindern. Als wüsste er es. Du kommst da nicht hoch. Wie soll ich denn da hoch? Speichern? Wie soll ich da hoch, Freunde? Der Absprung reicht nicht. Ich bin aber... Also leichter kann ich nicht werden. In dem Video hat die andere Person noch ein Fass rechts neben die Dinger gestellt, aber was soll denn das bewirken? Verpiss dich. Aber wir sehen doch offensichtlich, dass uns die Höhe nicht reicht. Missklicke ich da irgendwas? Es ist... Ich kann eigentlich nicht mehr machen. Anscheinend kann man da oben auch einen Oger anlocken. Der ist natürlich ein Stück größer, aber... Wie? Du bist schon da. Tja, das Ding ignoriert sie auch. Find an opening, then strike. Komm. Komm. Schau sie dir an, schau sie dir an, schau sie dir an. Sie ist der Inbegriff von Dummheit. Absolut. Elder Ogre. Pathetic. I cannot take much more. Das ist jetzt improvisiert von mir. Aber die Fässer sind zu klein, dass man sie greifen kann. Ich will schon mitspringen. Merkt ihr das? Ich will schon mitspringen, aber... Achso, das geht so einfach. Was soll ich tun? Ich habe jetzt echt Schiss. Ich würde sie gern wiederbeleben und am Leben lassen. Ich weiß nicht, ob sie die Dinger zurückholt. Ob sie die Fässer zerstört.
das wären halt 20 Minuten Arbeit für den Arsch, gell? Ja, ich kann hier nochmal speichern. Aber ständig dieses Hoch und Runter ist auch ätzend. Da verlieren wir auch so viel Zeit. Ich hoffe, dass sie die Dinger da oben einfach in Ruhe lässt. Mein Gott, er chillt da. Also in dem Video machen die das relativ gleich. Es können natürlich, ich weiß nicht, ob die Abstände der Fässer eine Rolle spielen. Das sind alles so... Ich habe das Gefühl, in dem Video waren die Fässer näher zusammen. Ich müsste also eine Kiste tragen können. Oder der Oger müsste halt Bock haben, mit mir zu kommen. Ich glaube, sie nehmen explizit Fässer, weil alles andere kannst du da theoretisch nicht greifen, wenn du da oben stehst. Scheiß drauf. Ist das Ding jetzt unsichtbar, oder? Seht ihr jetzt, wie knapp das ist? Stay vigilant. Places unremarkable at glance may hold more. Blöde Sau. Sie ist so krass. Einfach nur jetzt mal ganz kurz. Einfach nur aus Befriedigung. Hier. Zeig sogar nur den ersten Stock runter. D. D, Androbache. D. 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 Einfach D. Komm her. Komm her. Komm her. Mir reicht's mit dir heute. Ich hab die Faxen ultra dicke. Wirklich, mir steht's bis hier. Okay? Keine Sorge, ich lade gleich wieder neu. Bis dahin, leck mich. So. Ich glaube, ich muss mir ein anderes Video angucken. Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem, was ich hier jetzt gerade mache und dem anderen Video. Ich versuche jetzt fast eine halbe Stunde an diesem Ding ran. An einer Skulptur, an einem Sammelobjekt. Scheiße, wir waren gerade erst auf dem Weg nach unten. Ich kann ja auch laden, wenn ich herausgefunden habe, wie es geht, oder? Wow. Die Fässer sind einfach weg. Ich bin mir gar noch nicht wirklich sicher, wie ich darauf reagieren soll. Das ist das Problem, Andromache. Das Problem ist, dass du an meiner Seite bist. Ich muss herausfinden, wie ich Andromache loswerden kann.
Dann kann ich die... Dann muss ich mich da irgendwie alleine durchkämpfen und das alleine probieren. Schau ich nach. Hilft alles nichts. Ich muss mir anscheinend noch mehr Videos angucken, wie ich diese makabre Skulptur bekomme. Ich will jetzt noch mal kurz gucken, ob das da hinten das Gebiet für die nächsten Statuen ist. Ja. Dummerweise habe ich jetzt auch noch... Ich weiß nicht wann. Und ich weiß auch nicht, wieso ich das hätte machen sollen, aber anscheinend habe ich auch noch den Browser geschlossen, wo die makabren Skulpturen zu sehen sein sollen. Deswegen muss ich den kurz nochmal aufmachen. Okay, laden will der heute auch nicht mehr. Hey, jetzt geht auch da nichts mehr. Weißt du, da setzt du dich nach... Da setzt du dich abends um 9 oder... Es war jetzt... Wie viel Uhr war es? 10. Du setzt dich um 10, halb 11 nochmal hin, um eine Aufnahme zu machen. Und dann kriegst du auch noch technische Probleme rein. Freunde, es tut mir leid. Ich sag's ganz ehrlich, es tut mir leid, aber für heute reicht's. Ich war gestern schon pisst, heute jetzt auch. Ich denke, ich werde mir ein paar Videos angucken müssen, wie ich diese Skulptur bekomme. Ich will sie mir eigentlich nicht entgehen lassen, aber ich bin heute einfach, für heute reicht's, okay? Für heute reicht's auch endgültig, ich mache jetzt auch keine halbe Stunde mehr, keine Sorge. Gestern habe ich ja auch schon im Prinzip heute aufgenommen, von daher. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Haut rein, euer Uni Let's Play. Ciao, ciao.